Das war so gar nicht, wirklich. Du weißt nicht, wie das ist, wenn man gar nichts hat. Antonia hatte geschworen, Nicke etwas anzuhören. Lisa des Schneisenfelder Botenheim ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Und das alles am Freiherr von Knicke-Pensionat? Sie atmet nicht mehr. Sie konnte nicht schwimmen. Es kann also niemand bestätigen, dass sie dort war. Kaum hatten die Schüler Spaß, schon war jemand tot. Ich dachte, wir bekommen bestimmt Ärger. Sieh wieder mich an. Ruhe im Gerichtssaal! Ich wollte nicht, dass Nicky etwas passiert. Es ist so furchtbar hier, Mama. Einspruch, euer Ehr! Hinsetzen, habe ich gesagt! Ich werde diese kleine, miese Bitch sowas von fertig machen, dass sie sich wünschen wird, niemals geboren worden zu sein.